So, dann 1, 2, 3. Ich habe Record gedrückt, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, deins hat aber besser gezapft. Ja, meins sifft auch besser. Das habe ich geschüttelt. Moin Stefan! Moin Stefan! Oh, ich heiße übrigens Dennis, nicht Stefan. Du hast eben Stefan gesagt. Nacht war kurz. Nacht war kurz. Wir haben es letztes Mal angekündigt. Ja. Wir wollen ein bisschen über unsere Roadmap sprechen, weil wir ja auch schon in der ersten Folge Bockbier darüber gesprochen haben, dass wir vorgeworfen bekommen haben, dass wir ja eigentlich noch eine Beta-App sind. In dem Sinne ja auch nicht so ganz unberechtigt, wenn man darüber nachdenkt, dass wir ja eigentlich noch einen ganzen Haufen Holz vor uns haben, den wir noch umsetzen wollen, ne? Also dann nochmal viele Grüße an Monika Nagel vom Moos Motorradblog, mit der ich mich aber dann sehr, sehr nett unterhalten habe. Beta hat wehgetan, weil Beta ist ja wirklich eine App, die ja, die zum Ausprobieren, die ist crappy, die funktioniert nicht richtig. Unsere App kann alles das, was sie können soll, nur die Funktionen, die sich die Kunden zusätzlich wünschen, die haben wir nicht drin. Das heißt einfach nicht Beta, das heißt einfach Ziel verfehlt. Ja. Also, aber wir wollen natürlich nicht sagen, dass wir das Ziel verfehlt haben, sondern wir bieten ja ein Produkt an für Live-Tracking, Gruppennavigation und Unfallmeldung und Diebstahlmelder an. Wir hatten das Thema mit der Routenplanung nicht wirklich auf dem Schirm, so sehr. Also, es gibt super Routenplanungs-App im Markt. Ja, die sind super und es gibt auch hunderte Webseiten, da kannst du eine Route planen. Und wir sind halt einfach mehr davon ausgegangen, naja, wenn wir die Funktion dann zur Verfügung stellen, dass du das abnavigieren kannst, das ist super, aber nein, die Leute wollen das all in one haben. Also machen wir das auch. Und das ist auch quasi das große neue Update, was wir zum Ende Februar dann machen, weil die Saison beginnt ja bei vielen entweder zum 1. März, 1. April wegen den Saisonkennzeichen. Das Wetter wird ja auch besser, es wird wärmer und dann wollen die Leute raus und dann wollen die natürlich das alles in einem haben. Und deswegen haben wir den Schwerpunkt genau auf das Thema jetzt gesetzt. Ja, Ja. also lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen. Ich würde sagen, einmal sagen wir kurz, was kann die App bis jetzt und was haben wir da noch vor? Genau, Oder also auch der Wingman an sich. auf der, genau. Grundsätzlich, also wir unterteilen es ja so ein bisschen, die App ist kostenlos, die kann sich jeder installieren. Mit der App kannst du heute jederzeit deine Position tracken, also das heißt, du kannst deine Fahrt aufzeichnen, die wird abgespeichert, die kannst du dann auf dem Handy nochmal anschauen, da werden dann irgendwelche Fahrparameter aufgezeichnet, wie Beschleunigung und dieser ganze Krempel. Und das kannst du dann einfach aufzeichnen, sodass du später diese Route, kannst du den Leuten zeigen, wie du da gefahren bist, kannst dich ein bisschen analysieren. Wie schnell bist du gefahren und so weiter und so fort. Was du auch machen kannst, ist in der App mit einer Gruppe zusammen navigieren oder zusammen fahren. Das heißt, du lädst Freunde ein zu einer Tour und dann siehst du dich immer in dieser Tour. Das heißt, du, Gegenseitig. gegenseitig, Ja. du siehst alle auf einer Karte, du siehst, wo du bist, du siehst, wo die anderen sind. Und wenn einer verloren geht, dann kann er das über diese App relativ schnell kommunizieren und alle sehen das. Dann kannst du sagen, du, ich musste tanken, ich musste eine kurze Pause machen, ich musste kurz pinkeln. Dann haben Ja. wir so einen Pinkelknopf. Ja. So, und das ist auch total nice, weil das war immer so ein Problem. Ich bin eigentlich nicht so der Routenplaner tatsächlich, ich bin eher so der Entdecker. Ja, Einfach drauf also losfahren ich und fahre drauf los und dann fahre ich links, fahre ich rechts, dann fahren wir irgendwie zusammen. Der eine fährt vor, der andere fährt hinterher, dann verlierst du dich. Und das war eigentlich so das Thema. Ne? Also das haben wir drauf, dieses Tracken, das Zusammenfahren. Wir haben eine recht einfache Navigation. Ne? Du kannst einfach nur sagen, ich will zum Ziel X. Ne? Da gibt es einen, weiß ich nicht, Feldberg bei uns typischerweise, dann führt er dich zum Feldberg. Ja. Das ist eine Navigation. Ne? Und das macht er auch ganz solide mit Pfeilnavigation und trackt dann die ganze Route auch, dann kannst du sie wieder anschauen. Das haben wir alles drin. Wir haben den Diebstahlmelder drin. Du brauchst den Wingman dazu, weil irgendwie muss das Motorrad detektieren, dass da ein Wingman dran ist, also dass das Ding geklaut wird. Wir haben Unfallmelder, da brauchst du auch die Wingman-App dazu, den Wingman auch Ja. dazu, damit er diesen Unfall detektiert. Das machen wir nicht übers Handy, weil das Handy kann leer gehen, das Handy kann kaputt gehen. Du Ja. kannst das Handy vergessen. Das heißt, wenn du einen zuverlässigen Unfallmelder willst,
dann brauchst du den Wingman dazu. Den Wingman, den kannst du mit oder ohne App benutzen. Den baust du einmal ein, dann ist der drin, ja, und dann kannst du einfach fahren. Und der Wingman zeichnet auch alle deine Fahrten auf. Na gut, ich muss aber einmal schon die App benutzen, um den Wingman quasi einzustellen. Das musst du einmal machen. Aber dann kann ich auch mein Handy zu Hause lassen und bin irgendwie safe. Bist du total safe, genau. Und was halt auch immer so ein Thema ist, ist halt einfach, wenn du in einer Beziehung bist und vielleicht hast du Familie oder deine Eltern, die wollen einfach wissen, Motorradfahren ist vielleicht nicht das sicherste Hobby, ist jetzt kein unsicheres Hobby, aber die Unfallgefahr ist irgendwie viermal höher. Das Thema, wo bist du gerade unterwegs, wenn du einen Wingman eingebaut hast oder hast die App dabei, dann kannst du so einen Link teilen und dann können alle dich verfolgen. Kannst du auch übrigens auf der Webseite, da habe ich meinen Link, habe ich permanent freigegeben. Das heißt, du kannst permanent sehen, wo ist der Stefan gerade unterwegs. Ja, einfach nur, um zu zeigen, so sieht das aus. So, und das bekommst du heute. Das ist schon unheimlich viel, weißt du? Aber natürlich ist das ganze Thema Routenplanung total wichtig für die Leute, weil sie wollen halt vielleicht doch zusammen eine Route sich aussuchen. Deswegen hast du jetzt schon in der App die Möglichkeit, Routen zu teilen. Das heißt, wenn du eine Fahrt aufgezeichnet, dann kannst du die in der Community teilen, dann sehen das andere Leute und andere können diese Route auch abfahren. Und da nochmal, dass ich einhake, aber das hast du, glaube ich, auch noch nicht so gesagt. Es ist ja so, dass wenn ich mit dem Wingman fahre, dann kann ich auch meine Route aufzeichnen, ohne dass ich mein Handy dabei habe. Ja. Also das heißt, ich kann ganz entspannt irgendwie meine Lieblingsroute abfahren, ungestört, ohne Handy. Und am Ende gehe ich dann wieder, dann brauche ich doch mein Handy, komme wieder zu Hause an und sage, ey, das war nice, das will ich irgendwie jemandem schicken. Und dann ist das schon dort verfügbar. Und für die älteren Semester haben wir, wie für mich, das halt auch auf der Webseite verfügbar. Ne? Also mit demselben Account, den du auf dem Handy nutzt, kannst du dich auf der Webseite anmelden. Und dann kannst du alle deine Routen, die du auf dem Handy oder auf dem Wingman aufgezeichnet hast, siehst du da nochmal. Und kannst sie da dir nochmal anschauen, kannst sie veröffentlichen, dann können andere Leute auch diese Route abfahren. Und das wäre, ich könnte so eine Route sogar, also das Format ist dementsprechend so, dass ich sogar eine Route mit jemandem teilen könnte, der vielleicht auch was anderes benutzt als RideLink zum Routing? Nee, er muss aktuell, um diese Route dann zu fahren, auch RideLink nutzen. Okay. Das muss er tun. Okay. Ja. Also wir haben jetzt keine Exportfunktion für die Route. Ja. Das machen wir mal später, weil wir nicht so den Schmerz haben. Es ist halt nur, wenn du auf die Prio-Liste guckst, klar, wird es irgendwann mal diesen GPX-Export geben, so heißt es immer. Das sind so Dateien, kannst dann runterladen. Das kann man dann später mal machen, das haben wir auch vor. Aber jetzt zum Saisonstart wollen wir auf alle Fälle, dass die Leute vernünftig auf dem Handy auch eine Route planen können. Das heißt, aktuell kannst du es schon im Web, du kannst also im Web eine Route planen. Und da hauen wir mehr und mehr Features dazu, damit die Routenplanung noch einfacher und besser wird. Kannst du die Route abspeichern und kannst sie auf dem Handy fahren. Aber du kannst aktuell noch keine Route auf dem Handy planen. Okay, und das kommt jetzt. Und das kommt. Das ist das, sage ich mal, das große Update zum Ende Februar, ist, dass du das ganze Thema Routenplanen, wir werden das nicht so gut machen, wahrscheinlich wie die anderen, weil die da vielleicht extrem gut sind. Aber wir werden auf alle Fälle etwas zur Verfügung stellen, wo du sagen kannst, Zwischenziele, Kurvenradius, dass das irgendwie so ein bisschen berücksichtigt wird, dass du nicht nur blöd auf der Autobahn fährst, sondern nur eine schöne Route findest und dass du das dann mit deinen Freunden teilen kannst, diese Route wieder, und dann können die die auch fahren, sodass du das ganze Thema dann drin hast. Und das ist das große, große, ich sag jetzt mal März-Update. Ja, also Ende Februar packen wir es in den App Store. Und dann sind wir hoffentlich so dieses Thema, dass wir so diese Bottomline mal fertig haben. Und dann bauen wir noch ein paar schicke Dinger drauf. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich darüber erzählen will. Wieso nicht? Ich meine, wir sind ja jetzt schon mit einem halben Fuß in Zukunftsausblick, zumindest für März-Update, drin. Jetzt könnte man ja Ideen. Lass uns Ideen. Mal also ganz, ganz pauschal so über muss ja nicht heißen, dass es kommt, aber Ideen, die es schon mal gab, oder? Also, was definitiv kommen wird, ist so eine Art News-Bereich, wo wir dir Informationen hinterlegen, wie zum Beispiel Firmware-Update, Routeneinladung, also wenn ich dich einlade, dass du das siehst, so quasi alle möglichen Systemmeldungen in so einem News-Bereich. Das klingt jetzt vielleicht noch nicht so spannend, aber da ist ein wesentlicher Fortschritt dann dahinter,
Wir wollen dann ermöglichen, dass sich Leute gegenseitig so ein bisschen folgen können. Ne? Dass du quasi, dass wir so eine feste Gruppe machen können. Ja. Die Dennis, Stefan, Bockbier-Gruppe. Bockbier-Biker, genau. Und dann bekommst ich quasi auch irgendwann Updates, was du gerade machst, dass du vielleicht jetzt gerade eine Tour fährst. Mhm. Kannst du natürlich einstellen, ob du das willst, weil das will vielleicht nicht jeder. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass das, also mir geht es halt immer so, ich finde nicht mehr die Leute zum Motorradfahren. Das ist total schwierig, weil alle meine Freunde auch Familie, Job haben. Mhm. Und dann, wenn ich Zeit habe, haben die keine Zeit und andersrum. Und bis wir uns verabredet haben, ist der Sommer durch. Und aber vielleicht ist dann tatsächlich so diese spontane Information, Dennis fährt gerade zum Taunus, ja, wo ich sage, oh cool, da bin ich dabei. Und dann lade ich mich quasi mit dazu ein. Ja. Ja, und dass wir da halt so ein bisschen dieses You'll never ride alone da so ein bisschen stärken, weil dieses You'll never ride alone ist ja mehrdimensional. Also du hast den Wingman dabei, wenn du stürzt, hilft er dir, aber hey, die Community ist auch da, wenn du nicht allein fahren willst, dann fahr doch halt auch nicht allein. Ja. Dann fahr halt mit Leuten zusammen. Cool. Und das ist also Community-Funktion. Naja, das heißt Community, aber irgendwie so gegenseitig einladen, folgen. Genau. Also es ist so ein bisschen, weil wir natürlich kämpfen mit uns. Ist es eher Gamification? Ist es Community-Building? Mhm. Ist es, worauf haben die Leute Lust? Und da wollen wir jetzt mal gucken, wo wir das meiste Feedback bekommen. Mal gucken, ob das auch über das Bockbier-Feedback zurückkommt, ob das dann aus den Facebook-Gruppen zurückkommt, was für die sinnvoll ist. Aber ich bin in so vielen Facebook-Gruppen. Aber du hast jetzt Gamification, ja? Nur sorry, dass wir, vielleicht können wir ja daraus jetzt so eine Mini-Poll machen für die 50 Leute, die uns ja dann doch zuschauen. Also der eine Ansatz wäre irgendwie sozusagen, ich folge jemandem und wir fahren zusammen. Und dann war der zweite Ansatz, der kam ja so ein bisschen mehr hier aus der jüngeren Ecke, Gamification. Lass mal für Fahrten irgendwie Punkte sammeln oder sowas. Genau, also es gibt ja jetzt so diese ganz, ganz berühmte Strava-App, das für Jogger und Rennfahrer, also exakt nicht mein Produkt. Aber da wird irgendwie so darüber gemonitort, getrackt. Der ist auf diesen 100 Metern der schnellste gewesen und so. Ich weiß nicht, ob das so perfekt ist für Motorradfahrer, weil ich glaube, wir dann nicht das Ziel erreichen, dass wir sicherer unterwegs sind. Sondern, und ich bin mir auch immer noch unsicher, ob ich jetzt so der Typ bin, der sagt, boah, ich möchte unbedingt der Typ mit den meisten Kurven sein und dann bin ich ganz oben im Ranking, weil ich der Kurvenkönig vom Feldberg bin oder so. Mhm. Und ich will auch nicht wahrscheinlich der König sein, der 100 Mal den Feldberg hochgefahren bin. Mhm. Also für dieses, ich glaube, das Schwierige an der Gamification ist genau das zu finden, wo sich Motorradfahrer auch wirklich, ich sag mal, messen lassen. Also was ist denn Gamification? Gamification ist ja irgendwie was Spielerisches, wo du in irgendeinem Ranking auftauchst, wo du irgendwo der King auf Schnitzel bist, ja, wo du unique bist und jeder Motorradfahrer ist ja so ein Individuum, aber wir sind ja in so einer Gruppe unterwegs. Und das ist, ich glaube, da eine clevere Idee zu finden, wie wir uns messen wollen, ohne dass wir uns umbringen, wie wir uns messen wollen, ohne dass es irgendwie dämlich ist, sondern irgendwie, dass wir da vielleicht schon so eine Art Ranking irgendwie mal hinbekommen oder so. Aber es muss halt irgendwie cool und Spaß machen. Ne? Also das ist schon lustig. Ja. Deswegen dachte ich vielleicht an so ein Quartett. Weißt du, hast du mal Quartett gespielt früher? Ja, vielleicht machen wir irgendwie so eine Art Quartett oder so. Weißt du, vielleicht fährst du ja nicht immer Motorrad. Vielleicht sitzt du dann irgendwo, weiß ich, bei uns beim Engländer oder so und spielst dann eine Runde Reitling-Quartett auf der App. Stimmt. Mit Profil. Vielleicht auch sowas. Vielleicht auch sowas, ne? Es könnte ja auch sein, dass, weiß ich nicht, du kriegst das Profil vom Tom und Tom ist irgendwie Mitte 50 und fährt eine GS und hat aber 20.000 Kilometer, sage ich. Tom, 20.000 Kilometer sticht. Ja. Also. Ist auch das wäre, also als du meinst quasi, dass man selber der Fahrer selbst zur Quartettkarte wird. Richtig. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ja. Finde ich eine gute Idee. Naja, vielleicht fällt ja auch den Leuten da draußen was ein. Haben wir noch irgendwie andere Sachen, die wir so andenken? Oder? Also was auf alle Fälle noch kommen wird, das wird zum Sommer sein. Das wird, glaube ich, so das technisch coolste Update für alle Wingman-Driver,
wird die CAN-Bus-Integration sein. Also wir haben ja die Hardware, die hat den CAN-Bus dran und wir wollen, und das ist aber halt leider sehr viel Aufwand, diese Integration an den CAN-Bus, also technisch ist sie vorhanden, von der Software ist sie auch vorhanden, wir wollen sie natürlich auf dem Handy darstellen und wir wissen auch schon eigentlich, wie wir es darstellen. Wir müssen jetzt nur diese Datenbank aufbauen, welches Motorrad kann welche Daten zur Verfügung stellen. Und dann müssen wir es natürlich auch ausprobieren, weil das dann nicht mehr allgemeingültig ist. Das ist sehr, sehr spezifisch pro Motorrad. Was bedeutet denn CAN-Bus, also diese CAN-Bus-Funktion genau? Also das Lustige ist, wir sitzen nämlich auf zwei unterschiedlichen Generationen von Motorrädern. Nicht nur, dass sie unterschiedlich ausschauen, sondern das ist noch der letzte zugelassene Vergaser von Yamaha gewesen. Ich glaube 2006 hat der Gesetzgeber gesagt, jedes Motorrad muss einen Katalysator bekommen. Katalysator heißt, du brauchst eine Motorsteuerung. Motorsteuerung heißt, du brauchst einen Einspritzer. Einspritzer heißt, du hast ein Motorsteuergerät. Ein Motorsteuergerät ist ein kleiner Computer, der misst Luftmenge, Benzinmenge, Luftdruck, Lufttemperatur und mischt es zum perfekten Verbrennungsverhältnis, sodass das stöchiometrische Verhältnis 14,2 Teil Luft zu 1 Teil Benzin vermengt. Dann hast du nämlich die perfekte Energiegewinnung quasi aus dem Stück Motor. Das ist dem Ding total egal. Der hier nicht. Also die hat hier einen Einspritzer drin. Okay. Verstanden, also so halb verstanden soweit. So, und dieses Steuergerät, das hat einen Anschluss, das nennt man CAN-Bus oder OBD oder es gibt so ganz viele Synonyme. Jedes ist so ein bisschen anders. Aber wir haben halt ein Gerät, das kann mit diesen Steuergeräten sprechen und die Daten auslesen. Und wir wollen natürlich den Kilometerstand auslesen, wir wollen den Tankfüllstand auslesen, wir wollen lesen, wie geht es dem Motor. Wenn wir noch Informationen bekommen über, wie geht es der Elektrik, da gibt es sogenannte Fehlercodes. Und das wollen wir alles darstellen und dem Motorradfahrer quasi Hinweise geben, wie ist der Fahrzustand seines Motorrads. Wir wollen noch den Reifendrucksensor einrichten, sodass du siehst, weil ich jedes Jahr vergesse, wenn ich starte, meinen Reifendruck zu prüfen. Und dann eier ich wie auf rohen Eiern mit meinem Motorrad um die Kurven. Und frag mich, warum fährt das so komisch? Dann fahre ich an die Tankstelle und sehe wieder 0,6 Atü hinten und er muss eigentlich 2,6 haben, weißt du? Also das ist halt einfach ein weicher Reifen. Wenn ich meinen Ridelink aufmache und er sagt mir sofort, ey, Alter, 1,8 Atü, geh mal zur Tankstelle, dann fährst du auch sicherer um die Kurve, dann passieren dir keine blöden Sachen. Und für uns ist es schon so ein Sicherheitsaspekt, zu wissen, dass dein Motorrad in Ordnung ist. Ne? Mhm. Und das eine sind nachrüstbare Sensoren. Du kannst auch so einen Reifendrucksensor am Motorrad nachrüsten oder halt vorhandene integrieren. Und das wollen wir halt alles machen. Wir wollen halt zum einen, dass dein Motorrad smarter wird oder besser gesagt, dass du eine Information darüber bekommst, wie geht es deinem Motorrad. Und dann kannst du entscheiden, wie gehst du mit dieser Information um. Ist es wichtig, ist es unwichtig? Du bist ja noch der Fahrer, du bist in Verantwortung. Und da wollen wir dir helfen. Und vielleicht können wir sogar so weit, dass wir solche Motorräder noch richtig diagnostizieren können, dass wir denen halt sagen können, weiß ich nicht, setze das Steuergerät zurück, wechsle die Zündkerze und also ein Zeug. Dass ich schon weiß, was mit meinem Motorrad los ist, bevor ich es überhaupt zum Beispiel in die Werkstatt bringe? Oder? Exakt. Und vielleicht ist dann auch so, dass du der Werkstatt halt, entweder kannst du an der Werkstatt genau sagen, was du genau brauchst, dann wird es für dich günstiger, weil du musst diese Fehlersuche musst die dann nicht mehr machen, sondern kannst direkt sagen, du, ich brauche rechts eine neue Zündkerze ja, oder Luftfilter, keine Ahnung, was das Ding alles dann rauswirft und dann kannst du das alles machen. Und da wollen wir hin, also dass der Wingman dein Motorrad dir so ein bisschen intelligenter macht. Nice. Ja. Und wenn das jetzt alles, also ich denke jetzt gerade so an die Leute da draußen. Ich meine, ich finde, es sind schon sehr viele Ideen, die, wo jeder Einzelne für mich so... Hast du gar nicht gedacht jetzt, ne? In der ersten Sekunde. Ja, aber auch was ich, es sind sehr viele Ideen, die so eine, wo ich sofort sehe, okay, klar, das hat eine Daseinsberechtigung, das ist interessant für Motorradfahrer. Und also auch jetzt gesetzt im Fall, dass jetzt vielleicht... Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, irgendwie viel mehr gibt es da auch gar nicht zu machen. Aber du hast ja auch gesagt, dass wenn irgendjemand ähnlich wie mit dem Routenplan, wenn die Leute da draußen irgendwie einen Wunsch haben für eine technische Lösung von irgendwas, also ich glaube, da spreche ich dann für uns alle, immer her damit. Wir nehmen das als Inspiration auf. Und wenn wir das machen können, warum nicht? Genau, es gibt immer so kleine Sachen, das mit dem Routenplaner war jetzt eine große Sache, hat uns ein bisschen zurückgeworfen.
in der Roadmap, aber wir wollen natürlich schon, dass die Experience cool ist für die Moped-Fahrer. Jetzt hätte ich mich hier beinahe vor dem Hobel gesegelt. Nicht, dass der Unfall mal angeht, weil du dich hier querlegst. Ja, das wäre nicht schön. Ja, ach, da, es gibt so tausend Ideen, das musst du. Das ist total schlimm, man muss sich ja echt fokussieren halt auch immer, ne? Weil du hast nicht so viele Ressourcen. Ja gut, muss halt immer entscheiden, jetzt A oder B und ja. Was setze ich als nächstes um, aber mit der Zeit. Mit der Zeit. Sehr cool. Cool. Also, Botschaft an alle da draußen, Ideen immer her damit, ob wir es umsetzen, wissen wir nicht ganz genau, wir gucken. Wenn ihr ganz brav in die Foundation-Kampagne einwerft, dann dürft ihr auch euch ein Feature wünschen. Das wäre ja gar nicht so doof. Das ist keine schlechte Idee. Komm, warum machen wir das nicht in die Foundation-Kampagne rein? Ab Betrag X darfst du dir ein Feature wünschen. Ja. Ah, geil. Und das setzen wir dann um. Und das setzen wir dann um. Nice. Aber nicht irgendwie ein Foto von dir oder so. Irgendwas Doofes. Also sollte schon irgendwie nützlich sein. Ein nützliches Feature für die Community sein, ja. Ja, das ist eine gute Idee. Finde ich, ja. Sollten wir einbauen. Das bauen wir ein. Cool. Okay, super. Also. Vielen Dank. Wir machen leer. Bis dahin. Heineken. Das nächste Mal trinken wir ein anderes Bier.